Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch. Es wird mal wieder Zeit für eine Verpackung und ich habe mich für diese Trapezverpackung entschieden. Ich finde es nämlich ganz witzig. Das hier ist mein Prototyp. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, also so von der Deko. Das hatte ich hier halt noch alles so ein bisschen nebenher liegendes Gedönsel. Und dann, das können wir gleich mal verarbeiten. Ja, die ist echt total einfach. Denn da ist jetzt nicht so viel dran. Also muss nicht so viel machen. Naja, machen schon, aber es ist nicht so schwer. Also es sieht schwerer aus, als es ist. Und ich finde, es passt eine ganze Menge rein. Ja, und ich würde sagen, wir fangen, wenn ich das hier drüber kriege, dann auch gleich mal an. Ich habe mir hier schon ein Stück schwarzen Kartstock zurechtgeschnitten mit dem Maß 20 auf 28. Und ja, im Prinzip kannst du auch 21 stehen lassen, wie du magst, aber ich habe halt jetzt hier 20 mal 28. Und den falzen wir jetzt noch ein bisschen zurecht an der kurzen Seite, die angelegt, von beiden Seiten bei 5 cm. Dann haben wir schon mal das erste geschafft. Und an der langen Seite, von beiden Seiten bei 5 und bei 10 cm. Und einmal umdrehen und nochmal bei 5 und 10 cm. Und das war erstmal das gröbste Hexenwerk. Jetzt braucht man noch ein Lineal und so einen Prägestift. Hast du bestimmt in deinem Fundus. Und jetzt haben wir ja hier oben 5 Vierecke, sage ich mal. Also 4 Quadrate, die äußeren. Und einmal das Rechteck. Das zweite Quadrat von beiden Seiten. Die werden wir jetzt noch ein bisschen falzen und das Rechteck in der Mitte. Und zwar machen wir einfach mal hier erstmal von dieser Ecke hier hoch. Also gar nichts Spektakuläres machen. Einfach ein Kreuz rein sozusagen. Also ich hoffe, du siehst, es ist einfach nur ein Kreuz. Und das machen wir jetzt bei, also ich mache das jetzt bei allen 4 Quadraten. So, das war schon mal der erste Streich. Und jetzt machen wir uns an das Rechteck. Und dann messe ich jetzt, zwar von dem Rechteck hier, von dieser Falzlinie aus, gehe ich 1,5 cm rüber und das ist mir eine kleine Markierung. Und das wird dann einfach nur rüber verfalzt, also verbunden. Siehst du gleich. Erstmal setze ich mir hier die Markierung bei 1,5 cm. Und von dieser Markierung aus gehe ich hier in die untere Ecke mit dem Prägestift. Und das mache ich bei dem anderen Rechteck auch nochmal. Ja, und das war's. Also mehr ist es gar nicht. Ich zeige es dir jetzt nochmal näher. Wie gesagt, erst kommt links und rechts jeweils ein Quadrat, was gar nicht bearbeitet wurde. Das zweite, da habe ich jetzt hier gerade das durchgekreuzt sozusagen. Und dann hier das Rechteck in Trapezform gefalzt. Und jetzt werden einfach nur noch bestimmte Bereiche weggeschnitten. Das zeige ich dir jetzt, wenn ich eine Schere finde. Und zwar habe ich hier einen weißen Stift oder sowas. Das wird weggeschnitten. Und das hier. Und das auch bei allen 4 Ecken sozusagen. Ne? Und du schneidest jetzt einfach mal weg mit der Schere. Fertig. Mehr ist es gar nicht. Jetzt sieht mein Teilchen hier so aus und das falze ich jetzt einfach nur noch nach, diese ganzen Falzlinien. Und dann haben wir die Box eigentlich schon fast geschafft. Also siehst, es ist wirklich mega, mega einfach. Das Einzige, was jetzt ein bisschen tricky ist, sind diese Falzlinien, die wir nachgezogen haben. Diese hier. Die müssen wir nach innen falzen.
Ich ziehe die dann immer noch mal mit dem Falzbein nach. Und diese kleine hier neben, die müssen wir nach außen falzen. Damit sich das hier so reinlegt. Nee, so rum, genau. Nicht nach außen, nach innen. Gott, was erzähle ich denn? Damit sich das hier so reinlegen kann. Also eigentlich nicht schwer, wenn man es richtig erklärt. Also nochmal, die hier in dem Dreieck, die Falz, die knicken wir nach innen rein. Dann wird es nochmal nachgefalzt. Und diese kleine hier nebendran, die wird nach innen gelegt. Habe ich es jetzt richtig? Doch, ist richtig. Ja. Und dann haben wir hier die Trapezform. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du das einfach so lässt. Dann musst du hier gar nichts kleben, außer dann die Banderole. Oder du kannst noch hier diese Seitenteile hier festkleben. Das ist dir jetzt überlassen, wie du das gerne magst. Ich werde das, glaube ich, hier hatte ich es festgeklebt, dann lassen wir es da vielleicht auf. Das wäre doch auch mal eine Idee. Genau, hier habe ich es festgeklebt, hier siehst du es. Aber das funktioniert genauso, wenn du es nicht festklebst. Das machen wir jetzt mal. Wir lassen das einfach so auf. So, jetzt haben wir hier schon mal die Box fertig. Mehr ist es gar nicht. Jetzt brauchen wir aber noch eine Banderole. So, da habe ich mir hier schon ein Stück DSP zurechtgeschnitten. Das ist 7 x 26 cm. Ich habe dafür das Papierkit Sommer von Memories for You genommen. Diese Zitronen, das fand ich ganz hübsch, weil ich auch noch in meinem Fundus Zitronen habe. Ja, da passt mir das jetzt ganz gut. Und das wird auch nochmal gefalzt. Das falze ich jetzt in 1 Inch. Das ist in dem Fall leichter, einfacher. Und zwar wird das jetzt losgefalzt bei 2, bei 4, bei 6 und bei 8 Inch. Und das war's. Jetzt nur noch mal geschwind die Falzen nachziehen. Und dann legt die sich einfach nur hier drum. Also jetzt gar nichts Spektakuläres, ne? Wir müssen sie jetzt nur noch zukleben. Dafür gibt es hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Ich nehme sogar das rote, das, was ich gar nicht so mag. Aber das hält halt ziemlich gut. Das klebe ich einfach nur hier auch an die Schnittkante. Und dann lege ich das hier um meine Box drumherum. Hier kann ich dir nur den Tipp geben, leg das nicht zu Spack an, denn sonst kriegst du das später ziemlich schwer nur abgezogen, die Banderole. Und das soll ja auch wieder auf und zu gehen, ne? Dass man es halt vielleicht auch nochmal benutzen kann. Und das war's schon. Und somit hast du schon eine Box, die du nicht geklebt hast, bis auf das eine kleine Stückchen, und das, finde ich, ist zu verschmerzen. Wie gesagt, du kannst das festkleben, musst es aber nicht. Aber ein bisschen Deko brauchen wir schon noch. Jetzt haben wir schon mal unsere Grundbox hier. Und ich habe mir noch rausgesucht, und zwar, boah, das ist eine Uraltstanze, ich sag's dir. Die ist hier von, na, wie heißen sie denn? Du weißt, was ich meine. Memory Box. Und zwar sind das zwei verschiedene Stanzen. Einmal die größere, die ich jetzt hier auch benutze, und einmal noch so eine kleinere, die hat mir jetzt aber nicht gepasst. Ich fand die hier passender. Ach ja, und ich habe noch eine Stanze von Charlie und Paulchen, die Glückwunschstanze. Die fand ich auch noch sehr ansprechend. Bisschen Spiegelkarton haben wir. In grün, in gold und ein Stückchen weißen Cardstock. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne?
Auf den grünen Spiegelkarton mache ich jetzt ein bisschen doppelseitiges Klebeband, weil ich das nachher nicht aufkleben möchte. Ich bin ein bisschen faul, ich gestehe es. Aber ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Und auch das hier bekommt ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Das kriegt jetzt alles hier einfach mal eine Runde doppelseitiges Klebeband. Da das jetzt nur so ein kleines Gedönsel ist, nehme ich hier die kleine Kurbelmaschine und hole mir nicht die große an den Tisch. Das ist ja Quatsch. Ü-Pünktchen sind wie üblich hier drin, ist aber nicht schlimm. Die hole ich mir dann gleich. Dann machen wir noch das kleine hier. Und dann müssten wir jetzt eigentlich alle Teile zusammen haben. Hoffe ich doch. Also wie gesagt, ich glaube, also die wirst du nicht mehr bekommen. Das ist schon Jahrhunderte alt. Und auch bei der Glückwunschstanze von Charlie und Paulchen, da glaube ich, also es ist XL Glückwunsch. Da denke ich, könnte man noch Glück haben. Aber vielleicht hast du ja auch andere Früchte in deinem Repertoire. Wollen wir mal hier weitermachen? Jetzt werden wir erstmal das hier aufsetzen. Und das sieht auch richtig schick aus, oder? Also ich finde es toll. Mir gefällt es. Das machen wir jetzt hier bei der Kleinen auch noch. So, dann hätten wir es fast. Schon noch ein bisschen Puder. Weil die Glückwunschstanze ist natürlich länger als meine Banderole. Und das wäre in dem Fall jetzt ein bisschen biestelig, wenn dann das Glückwunsch drüber hängen würde. Weißt du, was ich meine? Das wäre jetzt in der Tat nicht ganz so günstig. Deshalb setzen wir das auf, aber pudern es dann ab. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, aber du siehst gleich, was ich meine. So, jetzt ziehe ich die Banderole gerade ab und pudere das, was übersteht an Buchstaben, gerade ein bisschen mit diesem Babypuder-Gedönse hier ab. Denn dann klebt das nicht mehr. Und es geht wirklich schnell, ne? Also. Ich musste halt nur noch mal hier über die Schrift drüber gehen, weil dieser Spiegelkarton jetzt natürlich eingepudert ist. Was ich jetzt erstmal nicht schlimm finde, aber sieht halt doof aus. Wenn dann der Puder gleich auf dem Karton hängen würde. So, eben hat es so gut drauf gepasst. Und jetzt will es auch. Siehst du, weil so ein bisschen von dem Puder bleibt halt. Aber hier klebt er jetzt nicht mehr so. Also das ist ein bisschen ja, aber nicht wirklich viel. Jetzt machen wir noch die... Nein, die waren hier. Hier in der Stanze waren die Ü-Pünktchen. Und dann machen wir hier das noch drauf. Und schon werden wir damit fertig. Also es ist wirklich eine Verpackung, die echt schnell geht. So aufgeräumt haben wir auch. Alles nach links und rechts geschoben. Und schon wäre sie fertig. Und ich finde, sie ist echt hübsch, ne? Was du da jetzt reinmachst, das überlasse ich ganz deiner Fantasie. Ich denke, so Kinder-Schokobons oder sowas, Küsschen, Ferrero-Küsschen könnten auch noch reinpassen. Ich denke, du wirst da bestimmt was finden. Ein paar Bonbons. Also bei mir könnten da jetzt Eukalyptus-Bonbons rein. Weil ich Eukalyptus-Bonbons mag. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Würde auch farblich passen, tatsächlich. Denn hier oben habe ich in meiner Kiste immer Eukas. Ja, würde passen. So viel dazu. So, das war's schon. Also es ist echt eigentlich mal eine schnelle Nummer gewesen. Ich finde diese Verpackung wirklich entzückend. Und damit verabschiede ich mich auch schon von dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Mittwoch und dann sage ich Tschüss. Bis bald.